Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Hallo zusammen. So, die letzten Bahnen von Feld 47 abgesammelt. Den können wir zur Gärtnerei schicken. Dann ist der, macht der sich da leer, Verkaufsstelle, Gärtnerei. Dann mal schauen, wie viel wir noch für 41 brauchen. Wir haben mittlerweile Feld 9 abgeschlossen, wobei wir da noch gar nichts gemacht haben. Noch keine Ballen gepresst oder auch gewendet. Hier können wir einmal schauen. Hier muss Unkraut bekämpft werden. Mit der Spritze. Und wir haben noch ein bisschen was an zu verkaufen. Nee. Nicht richtig. Der muss gelöscht werden. So. Jetzt sind wir hier richtig. Wir haben ja eine ganz andere Arbeitsbreite. Wir haben jede Menge noch zu verkaufen. Wir können zweimal Krabben verkaufen. Scholle verkaufen sollten wir auch machen. Vielleicht gibt es uns dann die Möglichkeit, alle Felder von der Marsch zu kaufen. Vielleicht dann noch ein bisschen was zusammenzulegen. Das ist bestimmt noch möglich. So, erster Wegpunkt. Leg ich los. Der sollte auch die drei Felder quasi das und gegenüber, waren es ja insgesamt mal drei, auch schaffen. So, der Wender ist beim Vorgewende angekommen. Das, da sollten wir auch den Schwader und die Ballenpresse auch losschicken können in dieser Folge. Er kann dann weiter zu Feld 9 und da schon mal weitermachen. Da steht ja noch alles hier. So, wie viel bringt uns das denn? 41. Ein Ballen fehlt noch. Gut, ein Ballen für Feld, vielleicht zwei. Dann fahren wir wieder zurück. Komm, mach, fahr sofort zu 48. So, Feld 47 ist ja leer. Dann können wir Feld 47 doch schon mal abgeben. Feld 9 dürfen wir noch nicht abschließen. So. Fast 130.000 auf unserem Konto. Und hier sollte ja auch noch ein bisschen dazukommen. Ein bisschen weiter rüber reicht. So. Dann haben wir gesehen, wir sollten vielleicht... Nein. Beides anschalten mal. Butter ist noch bei der Molkerei voll. Die werden wir aber auch nirgendwo unterkriegen. Molkerei, Palettenausgang da. So, was müssten wir uns eigentlich noch kaufen? Die Grasfelder, die würde ich als letztes nehmen. Wir haben feldermäßig noch Feld 19, Feld 55, Feld 68. Was haben wir denn hier am Wert?
1,3, 2,2, 2,3, 3,3, also 3,5 ungefähr, hier fällt 18. Ah, das ist ja die 41, ist ja noch ein Feld. So 4 Millionen bräuchten wir, um alle Felder zu kaufen. Wir müssen aber darauf aufpassen, dass wir auch noch ein bisschen, so ein bisschen Geld brauchen. Wir müssen ja die nächsten Tage auch noch Kosten begleichen können, dass wir alles ausgeben und dann fahren unsere Helfer nicht mehr, weil die kein Geld mehr bekommen. Sollten wir nicht auf anlegen. Also er muss jetzt gleich noch einmal rum. Dann ist er durch, dann können wir den Schwader schon mal losschicken. Einmal hier vorne. Was heißt losschicken? Aber wenigstens schon mal die Richtung fahren. Der LKW sollte ja da schon stehen, aber der interessiert uns ja erstmal nicht. So, dann gucken wir dann auch, dass wir längste Kante machen. Den Kurs löschen. Kein Kurs. Nicht automatisch. Längste Kante. So, generieren. Ach so. Ist natürlich wieder das Problem, aber gut, dass er, obwohl Arbeitsbreite war 14 Meter, hatte er denn mit 14 Meter gerechnet? Nochmal, dann hat er doch 14 Meter. Weil das so schmal aussah. Und jetzt macht er nicht wieder. Fahren wir nochmal ein Stückchen weiter. Ja, scheint aber doch so richtig zu sein. Dann fahre ich noch mal zusammen und wenn der Schwader da hinten oder der Wender, Schwader ist es ja nicht, der Wender hinten gearbeitet hat, dann kannst du da eigentlich loslegen. Und wir müssen den Kurs kopieren für die Balenpresse. Ja, er ist genau da in der Ecke. Aber er fährt noch, das ist gut. Dann lassen wir ihn an uns vorbeiziehen. Er fängt von der anderen Seite an. Gut, dann passt das so super. Machen die Leitplanke Probleme an für sich nicht. Erster Wegpunkt, klappt das? Jetzt ist er auch dran vorbei. So, wir haben nach 10, also kriegen wir ja auch wieder was rein an Futter. Ja gut, du kannst hier noch nicht, aber wir sollten ihn
etwas an die Seite fahren. So, Butter. Ach nee, erstmal lassen wir den aufladen. Oh. Nein, verkehrt. Butter. Und dann ab zum unterirdischen Lager, weil da haben wir kein... Oh, wo stehen die denn? Wir haben jetzt nur... ...57 Paletten drauf. Die eine sollten wir eigentlich noch mitkriegen. Weiß nicht, warum man die da oben so hochsetzt. Machen wir es nochmal mit der Palette drin. Die ist jetzt auf jeden Fall weg. Guck mal, und da sagt er uns nicht, von wegen, die geht nicht mehr mit. So, 285.000 zum unterirdischen Lager Eingang. So, haben wir sogar auch eingegeben. Das passt. So, der Big M ist aufgetankt und repariert. Dann können wir einmal schauen, wie weit sind unsere Wiesen. Die sind ja hier unten. Müssen wir einmal anschalten. So, da liegen immer noch die Ballen. Habe ich immer noch nicht wegsortiert. Ne, die sind noch im... Die, da können wir noch nichts machen. Da haben wir nämlich erst Silageballen rausgemacht. Ich sollte aber auch mal in diesen Traktor hier einsteigen. Und den entsperren, sonst liegen die Ballen immer noch hier. Mal wieder eine Ladung hier wegholen. So, die nächsten. Arbeit beendet. Das können nur der Wender sein. Jetzt machen wir das aber erstmal fertig. Die Ladung geht dann zum Ballenlager, wo wir das Futter für die Kühe machen. So, das war's nämlich. Einmal noch die
den Arm hochheben. Unterirdisches Lager. Bin mal gespannt, ob die da gleich noch drin liegen oder ob der die schon eingelagert hat. So. Lad mal ab. Das sollte auch reingehen. Ja. Sollte auch. So, da steht er. Einmal kurz hinsprinten. Nochmal die Klappe auf. Jupp. Alles weg, dann würde ich sagen, fahr zu deinem Aufladepunkt. Und dann schauen wir mal, was wir noch verkaufen können. Wir können auf jeden Fall Kartons verkaufen, die im Zentrallager sind. Pflastersteine in der Ladung. Dann haben wir noch Scholle, eine komplette Ladung. Könnten wir eigentlich noch eine Ladung Vollmilch. Weil wir haben ja noch 230.000 im unterirdischen Lager. Das passt schon. Heringe könnten wir auch noch verkaufen. Wie sieht's hier aus? Du hast gerade 9% verbraucht und hast, ich würde sagen, fast die Hälfte, aber der muss ja das Vorgewende noch machen. Also ich schätze mal 20%, dann ist das Feld hier sauber. Hast du deinen Kurs schon übergeben? Das könnte nämlich so sein. Du kannst dann Richtung Feld 9. Und du kannst rüber nach 48 unter ein paar Ballen pressen. Ich stelle hier mal vorsorglich mal ein 48. Erster Punkt loswerden. Ne, er muss, glaube ich, den löschen. Und den muss er sich jetzt nehmen. Und jetzt sehen wir hier, sind wir auf 48. Und wir fahren ihn jetzt einmal da drüben hin. Auch der kommt nicht an den LKW vorbei und der steht doch wirklich nicht im Weg. Aber gut. So, dann machen wir hier mal die ersten paar Meter selber. Achso, ausklappen. Dann kloppt das auch. Weil wir haben ja hier ein bisschen komisch angesetzt. Und eins weiter dürfte reichen. Ja, passt.
So. Kann sich wieder zusammenklappen und dann fahren wir dich wieder rüber. Können wir eigentlich hier am besten drehen. Nimm mal deinen Arm hoch, genau. Jetzt passt der auch besser. Dann können wir hier die nächsten wieder aufsammeln. Können wir die einzelnen Ballen hier auch wegnehmen. Zack, das passt dann jetzt. Sieht auch gut aus. Zack. Und da sogar den außen mit. Sind ja jetzt alles Silageballen. Na, den stößt er dann eher weg, als dass er den nimmt. Gut, dann haben wir zum Schluss dann eine Reihe liegen. Ist jetzt auch nicht die Welt. Nur nicht so ungeduldig sein. So, noch drei Ballen. So. Da haben wir es doch wieder. Gerstenbier, okay. Und hier durch. Ja. So, einmal hier abladen. So, dann kannst du wieder zurückgehen. Können wir weiter verkaufen. Was haben wir gesagt? Kartons. Wir sollten immer auf Aufladen klicken, sonst einmal Kartons. Sechzig Paletten. Okay. Ach, haben wir wieder ausgeschaltet. So, wir warten mal, bis er alle Paletten ausgelagert hat. Und fahren dann ein Stück zurück.
Nimmt das schon wieder nicht, oder? War wenigstens den einen jetzt genommen. Jetzt haben wir nur mehr nicht genommen als... So, gucken wir mal. Alles nochmal raus und wieder rein. Wir werden immer besser. So, dann machen wir mal die andere Seite. Jetzt haben wir gleich auf beiden Seiten was liegen. Er hat die auch ganz normal aufgeladen. Warum lädt er die nicht weiter auf? So. Komischerweise würde da ja noch eine drauf passen. So, jetzt haben wir aber alles mit. Jetzt weiß ich noch nicht mehr. Lass mich einmal hier raus. So. Kartons. Kartons. War der beste Preis beim Baumarkt. Okay. Oh, er kommt schon ein bisschen näher, aber das ist noch okay. Ach so, er ist ja nicht hier vorbeigekommen. Er braucht ja nur geradeaus fahren. Die hat wohl so eine große Hitbox, dass er an dem LKW nicht vorbeikommt. Viel mehr LKW würde gehen, wahrscheinlich der Anhänger halt. Und wir können jetzt hier schon mal die ersten Ballen aufladen. Ich würde die jetzt aber noch nicht zur Gärtnerei bringen. Muss ja alles zur Gärtnerei. Aber dann haben wir hier für das Vorgewende dann schon keine Ballen im Weg. Irgendwelche Art. Sah eigentlich gut aus. Wir welche rausklauen. So, einmal hier rum.
auch weg und dann stören sie uns nicht. So, dann haben wir auf jeden Fall alle Bahnen gesammelt, die bisher gepresst sind. So, einmal abladen. Strong, dann können wir den ja so verschieben. Dann würde ich sagen, wir holen rote Pflastersteine. Die gehen zur Baustelle. Ja, wir müssen zurück, hier müssen wir hin. Und einmal gucken, dass wir den vielleicht noch hier gerade bekommen. So, der gehört ja auch noch dazu. Dich können wir eigentlich sperren. Du bist erstmal durch. Er ist jetzt beim Vorgewende. Und was er da verbraucht. Zieht noch zwei volle Bahnen zusammen. Fahrer bei Palettenausgang. Ach hier. Rote Steine. So, die werden jetzt aber aufgenommen. Dann können wir hier gleich sagen, Baustelle. Haben wir die noch oben drin? Baustelle Eingang. Sollten wir das mal machen. Und einmal nach unten gehen. Als ist ja nur eine Verkaufsstelle, also kommt die hier rein. Sollten wir vielleicht dann nochmal anders benennen. So wie die anderen auch. Verkauf, Baustelle. Aber da haben wir auch zwei Punkte. So, 81. Gut, 1,5%, aber gut, dann. Aber wenn er hier 25% auch verbraucht, kriegen wir das eine Feld da drüben auf jeden Fall auch mit der Füllung fertig und brauchen nicht nochmal auffüllen. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.